Hallo und willkommen in der Buchgruppe und ich lebe noch. Heute möchte ich ein bisschen längeres Video machen, denn ich wurde von meinem Englischlehrer, meinem damaligen Englischlehrer vom Polytechnikum, darauf hingewiesen, dass auf meiner Buchgruppe und auf meinem Facebook-Account sehr viele negative Impulse stehen, also sehr viel über Depressionen und krank sein und solche Sachen. Und dass dabei nicht wirklich rauskommt, dass ich ein eigentlich sehr lebensfroher Mensch bin, wenn ich nicht gerade depressiv bin. Und ja, dazu möchte ich jetzt gerne ein bisschen etwas sagen. Also, ich leide ja seit 9 Jahren unter Depression und bin deswegen immer wieder in Behandlung und bin auch sehr viel krank, auch im Moment, man wird es hören, ich habe eine totale Erkältung und Fieber und Husten. Und darum soll es aber nicht gehen. Also, ich habe das letzte Jahr sehr viel im Spital verbracht. Ich hoffe, das neue Jahr wird besser. Und ich schaue positiv in die Zukunft. Wir haben jetzt mehr als 300 Stück vom Buch verkauft. Das habt ihr alle mitbekommen, hoffentlich. Und haben auch bald wieder eine Lesung am 28.01. im Buck in Lohsdorf. Das ist neben der Kirche. Also der Pfarrsaal sozusagen, oder wie man das nennt. Und ja, ich möchte eigentlich nur sagen, ich bin ein lebensfroher Mensch. Ich bin glücklich, dass ich noch am Leben bin und dass es mir eigentlich halbwegs gut geht und stolz auf meine Familie und auf meine Freunde und meine Assistenten und ja, ich lache wenig, das stimmt. Überhaupt in meinen Videos, weil ich sehr konzentriert darüber nachdenke, was ich sage. Aber deswegen geht es mir nicht schlecht. Ich war jetzt 3 Wochen in Scheibs wieder zur Depressionsbehandlung. Da ging es mir schlecht. Aber seitdem geht es mir wieder recht gut und ich hoffe, das hält an. Und ich finde, es ist immer wichtig, dass man nach vorne schaut und dass man sich nicht unterkriegen lässt und von Krankheiten oder von Depressionen oder ja, aber ich würde auch sagen, wenn ihr mich an einem anderen Tag erwischt, wenn es mir nicht gut geht, dann rede ich ganz anders. Das muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Aber ja, wie gesagt, ich bin nicht unglücklich. Zumindest zur Zeit. Und mein nächstes Ziel ist auch, also das Video ist auch für Leute, die vielleicht ein Interview oder so noch haben wollen. Mein nächstes Ziel ist, ein zweites Buch zu schreiben mit Marianne und einer Freundin namens Birgit, meiner besten Freundin. Ja, darin soll es um Psychotherapie aus der Sicht des Patienten gehen. Das ist ein bisschen speziell, aber ich werde sicher auch Leute finden, die das vielleicht interessiert. Ihr könnt mir auch einen Kommentar unter das Video schreiben, wenn euch das Thema interessiert oder ihr Ideen dafür habt. Oder auf Facebook. Ich werde das Video auf Facebook in der Gruppe teilen. Ja. Entschuldigung. Ja, ich habe so meine Hobbys, ich habe meine Freizeit. Ich gehe leider nicht arbeiten, das macht mich ein bisschen traurig, aber das geht einfach zurzeit nicht. Aber ich habe meine Facebook-Gruppe und so viel positives Feedback von dem Buch bekommen, das mich wirklich erstaunt hat, weil ich das nicht so kenne und bin da sehr dankbar für. Und die Leute, die es nicht mögen oder die mich nicht mögen, die kann ich ignorieren, damit kann ich leben. Ich kann auch mit Kritik umgehen. Ich glaube, das habe ich die letzten Monate extrem gelernt. Marianne musste viel mit mir aushalten, aber sie kann mir auch jederzeit offen sagen, wenn ich nerve oder sonst irgendwas. Ich bin Marianne sehr dankbar für die Unterstützung und dass sie meinen Traum wahrgemacht hat und dass wir das zusammen so gut geschafft haben. Weil es war wirklich einer meiner größten Träume, das Buch zu schreiben. Und es wird auch wieder ein Traum sein, das zweite Buch zu schreiben. Aber wir werden uns da
wesentlich länger Zeit dafür nehmen, weil es ein großes Projekt ist und wir dafür Umfragen machen müssen und so weiter. Und ja, ich finde einfach, die Philosophie des Lebens ist Blick nach vorne und nicht zurück. Und lieb dein Leben so, wie du willst, ohne jemand anderes zu verletzen. Und ich habe Ziele und Träume noch immer. Und ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben, dass man Träume und Ziele hat. Ohne die lebt man nicht. Und ich sage so viel und. Ja, ich bin nicht perfekt. Aber was kann ich noch sagen? Ich muss gerade nachdenken, was mich mein Englischlehrer interviewt hat. Aber er hat halt gesagt, dass ich sehr viel, also dass nicht so viel Positives von mir rüberkommt. Und das will ich eigentlich nicht, weil ich bin eigentlich ein positiver Mensch und ich möchte auch, dass ihr den richtigen Eindruck habt und dass ich mich wirklich bemühe und sehr, sehr glücklich bin darüber, über das, was ich habe und das, was ich machen kann, auch wenn ich viel nicht mehr machen kann. Aber ich glaube, man lernt immer wieder Fähigkeiten dazu, auch wenn man andere verlernt. Und keiner von uns weiß, wie lange er auf der Welt ist und deswegen sollte er die Zeit nutzen. Und ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit und ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Wenn nicht, könnt ihr das auch drunter schreiben. Dann werde ich es in Zukunft lassen. Aber ich fand das einfach einen wichtigen Punkt, einfach mich nochmal bei allen zu bedanken und mal klar zu machen, was mein Standpunkt ist, dass es mir nicht schlecht geht und oder nicht immer schlecht geht und dass ich das Leben sehr wohl positiv sehe. Und ich habe ziemlich viel hinter mir, das habt ihr erfahren, wenn ihr das Buch gelesen habt. Aber ich habe das alles überstanden, deswegen heißt es und ich lebe noch. Und ich werde das auch weiterhin so machen. Und ja, ich bekomme auch viel Unterstützung von meiner Psychologin und meinem Psychotherapeuten. Das braucht man natürlich, wenn man krank ist. Aber einfach Freunde zu haben ist wichtig und Polly und Peter und Veronika und Birgit und Marianne und wen kann ich noch alles aufzählen? Meine Assistentinnen. Da habe ich einfach Freunde, eine Base gefunden, die mich wirklich unterstützt und auch viele in der Buchgruppe, die wirklich gutes Feedback geben und einfach toll sind und dafür bin ich dankbar und ja. Weihnachten war wunderschön und auch wenn es mir schwerfällt, mich dann zu freuen, aber ich hoffe, ich habe es meinen Eltern gezeigt, dass ich mich freue. Und ich liebe meine Familie und jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man glücklich ist mit dem, was man hat, zu dem Zeitpunkt, wo man gerade steht. Auch wenn wieder schlechtere Zeiten kommen, aber man soll glücklich sein über das, was man hat. Weil es gibt so viele Menschen, denen es viel schlechter geht. Das ist immer mein Motto. Und zu den Menschen möchte ich nicht gehören, die das nicht genießen, die das haben, was sie brauchen. Und es ist ein bisschen abgehacktes Video, ich weiß. Aber ich möchte es einfach spontan sagen und das ist mir wichtig und ich hoffe, ihr guckt es bis zum Ende, auch wenn es jetzt schon über 9 Minuten sind. Aber ich bin euch dankbar für euren Support und ja, ich habe mich jetzt schon 3000 Mal wiederholt. Ja, es ist einfach wichtig, das Leben so zu nehmen, wie es ist. Und die Idee zum Buch ist mir gekommen, weil ich einfach viel erlebt habe. Und wie auch hinten am Buch steht, ich fühle mich gewiss, hätte ich mehr als nur ein Leben hinter mir. Und bin aber trotzdem glücklich damit. Und man muss auch die Vergangenheit ruhen lassen irgendwann. Also
Ich habe das geschrieben und mit Marianne, oder sie hat viel geschrieben und ich habe viel erzählt und habe das aufgearbeitet und ich glaube, ich bin daran gewachsen. Mein Psychotherapeut Christoph sagt immer, ich habe mich sehr verändert seitdem. Und ich glaube, das Gefühl habe ich mittlerweile auch langsam, dass ich mich verändert habe und dass ich das Leben jetzt aus mehreren Blickwinkeln sehe. Und ja. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich sollte jetzt schon langsam aufhören. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder, weil ich mache solche noch ein Silvester-Video. Und wenn ihr es nicht seht, wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr. Und nochmal nachträglich frohe Weihnachten. Ich wünsche euch viel Spaß im neuen Jahr und Gesundheit und Glück. Und danke fürs Anschauen und schreibt mir bitte alles, was ihr denkt oder alles, was ihr fühlt, unten in die Kommentare auf Facebook oder auf YouTube. Das würde mich sehr freuen oder auch Ideen zum neuen Buch. Dafür können wir auch einen eigenen Client aufmachen, wie ihr wollt. Aber ja, das war's jetzt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Ines.